Willkommen zurück zu einem neuen Besprechungsvideo über den Flug nach Japan mit NAM. Heute werden wir bei der Besprechung XXL über die Japanreise reden, und zwar wann wir wahrscheinlich nach Japan reisen werden, warum wir im Herbst nicht nach Japan reisen können, wie teuer die Flugkosten im Herbst und Winter noch ändern werden für die 3 Wochen, wie seine Meinungen über die Challenge 4 er hat, oder auch noch die Stadtviertel am beliebtesten ist. Ja, und auch weitere Fragen werde ich in diesem Video reden. Hinter mir ist er. Ja, ich glaube so da hinten, ja. Da befindet sich NAM, und darüber werde ich mal in diesem Video reden. Ich hoffe, es euch gefällt, und wenn es gefällt, liked ihr das Video und abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Videos und Livestreams nichts verpasst. Außerdem, da werde ich einen Cut machen, da werde ich mal über seine Fehlerpunkte reden, also das ist bei der Besprechung XL. Und wenn ich ihn mit Ihnen besprechen werde, wenn das Video läuft, werde ich mal alles mal in der Zusammenfassung sagen. Ja, dann werde ich mal reingehen, und viel Spaß mit dem Video. Nach der Besprechung XXL machen wir weiter der Besprechung XXXL mit den Mitflieger NAM. Und hallo NAM. Hallo. Ja. Also wir reden jetzt schon seit sehr lange über die Japanreise und auch noch die Hoffnung für den Herbst und Winter. Hast du dich auch schon damit auch schon gut vorbereitet? Ehrlich gesagt nicht. Ich lasse einfach drauf zukommen. Okay, also du hast schon eine Woche Zeit, aber mal gucken, welche Meinung du hast, ne? Ja. Wir warten jetzt schon seit 7 Monaten, dass wir nach Japan reisen können, ne? Also wie hat sich eigentlich mit den Tourismusreisen geändert? Ich denke mal, hat sich nicht viel verändert im Vergleich zum letzten Mal, ne? Also ich denke mal, immer noch eine beschränkte Anzahl, ne? Visumstreng. Und dann, ja. Ich denke mal, ab jetzt wird es halt nur noch wieder etwas schlimmer, weil wir ja Richtung Herbst steuern. Und dann wird es wieder so sein, wie es vorher war, ne? Dann werden wahrscheinlich wieder nicht Urlaube reinkommen. Ich glaube, ab Juni durften ja schon Gruppenreisende erlauben, ne? Ja, ab Juni war das halt so. Das war aber auch noch während der Sommerzeit. Mhm. Jetzt haben wir ja langsam September. Und dann steuern wir langsam Richtung Herbst. Und ja, dementsprechend steigt dann das Risiko, sich mit Corona anzustecken. Und dementsprechend sehen dann die Chancen dann wieder gering aus, ne? Die sinken dann langsam wieder. Und dann werden die Dinge, die halt im Sommer möglich geworden ist, auch wieder verschwinden, nach und nach, denke ich mal, ne? Also hier in Deutschland ist es ja auch so, dass Maskenpflichtabkehrs ja wieder der Fall wird. Und dann kann man sich auch gut vorstellen, dass sich das so wie im letzten Jahr wiederholt, ne? Wann können wir eigentlich nach Japan fliegen, in deiner Ansicht? Also so wie sich das immer wieder entwickelt und wiederholt, denke ich mal Frühherbst oder im Sommer, ne? Okay. Also im Zeitraum von Winter, Anfang Winter bis Ende Winter, das ist schwierig. Was ist eigentlich schuld daran, dass wir nicht im Herbst fliegen können? Ich denke mal die Pandemie hauptsächlich, ne? Die Pandemie schränkt ja alles ein. Wäre die Pandemie nicht da gewesen, dann denke ich mal, wäre es ja kein Problem gewesen. Als Deutscher kann man ja ohne irgendwelche Formulare oder so hinreisen, und als Vietnamese, also jemand mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit, kann man ja mit einem Visum da hinreisen. Ne? Das wäre ja kein Problem. Aber durch die Pandemie ist es immer schwierig vorherzusehen, welche Maßnahmen sie ergreifen werden. Ne? Die Zahlen erhöhen sich halt von einem Tag zum anderen auf einmal. Man kann das nicht genau vorhersehen, und man muss halt immer regelmäßig die Nachrichten schauen und halt sehen, wie die Quote ist, ne? Wie die Zahlen sind. Dementsprechend kann man auch sagen, ob das noch möglich ist oder nicht möglich ist oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ne? In Thailand öffnet sich schon der Tourismus am 1. November 2021. Ja? Wo? In Thailand. In Thailand. Und, okay. Warum öffnet sich in Thailand der Tourismus eigentlich so früh? Ja, ich denke mal, es hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, dass der Bereich, in dem Thailand ist. Thailand hat ja längere Sommerzeit als Japan.
Und dementsprechend sinkt auch da das Risiko, dass man sich mit dem Coronavirus ansteckt, während Japan ja ganz normaler vier Jahreszeitenzyklus hat. Also wenn wir Herbst haben, ist auch in Japan Herbst. Ne? Wenn wir Winter haben, ist auch da Winter. Und in Japan sind ja auch einige Orte, wo der Winter auch ziemlich intensiv ist. Ne? Ich glaube, wie Hokkaido, glaube ich. Da ist der Winter ja sehr, sehr intensiv. Und dementsprechend steigert sich auch das Risiko. Ne? Also wir machen mal ein Beispiel jetzt mal in China und Mikronesien. Ja? Und da dürfen jetzt aktuell jetzt keine Touristen jetzt mal einreisen. Mhm. Was ist eigentlich der Unterschied bei der Einreisebeschränkungen bei China und Japan? Das ist unterschiedliche, ne? Unterschiedliche Gründe, würde ich sagen. Ne? China ist ja sehr darauf gesetzt, ein gutes Bild für die Welt zu setzen. Ne? Und dementsprechend versuchen die ja auch, möglichst die Zahlen gering zu halten, damit das Land attraktiv gestaltet wird. Für Japan würde ich sagen, sind die Maßnahmen halt natürlich zum Schutze des Volkes, aber auch weil die Bevölkerung Japans eine hohe Anzahl an älteren Leute hat. Und die sind natürlich sehr empfindlich gegenüber der Pandemie im Vergleich zu jüngeren Leuten. Ja, wie schaffen wir eigentlich, dass wir im Weihnachten zu reisen? Müssen wir eigentlich hier eine Sternschnuppe sehen oder etwas wünschen oder was müssen wir machen? Ja, danke. Reden. Okay, ne? Ja. Soll ich nochmal sagen? Ja, ist okay. Also wie schaffen wir es eigentlich, in Weihnachten zu reisen? Müssen wir es eigentlich mit einer Sternschnuppe versuchen oder wie machen wir das? Naja, also, schwierig, sehr schwierig. Also wenn man versucht, im Winter nach Japan reisen zu wollen, dann müsste man idealerweise mit einem Art Umweg dahin reisen. Vielleicht hat man irgendwelche Verwandte oder Mitmenschen in Japan, mit denen man Kontakt aufnehmen kann. Dann kann man da auch hinreisen, aber so generell ist es schwierig. Das ist jetzt eine Frage von meiner Schwester. Denn meine Schwester hat ja mit einem Japaner kennengelernt und seit dem Sommer ist sie jetzt schon nach Japan eingereist. Und das war ganz normal. Die Maßnahmen waren jetzt nicht so schlimm. Und da gab es wahrscheinlich keine Gruppenreisen mehr. Welche Gründe sind das eigentlich? Also die ist ja in Japan staatsangehörig. Also ich denke mal, die eine Japanerin, von der meine Schwester erzählt hat, dass die hat ja ihre Familie besucht, richtig? Anscheinend schon, ja. Ja. Auch mal. Dann kann man das ja als Grund nehmen. Aber so als Gast allgemein geht es halt nicht. Also man müsste schon Verwandte oder Familienmitglieder dort haben, ne? Okay. Damit man das als Grund verwenden kann. Dann ist es deiner Meinung nach, dass die japanische Regierung Fehler machen oder nicht? Nö, ich denke, die machen das schon richtig. Die machen das ja zum Schutze ihres Volkes. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber man hat ja eine Auswertung gemacht, ob die für die Lockerung der Maßnahmen sind oder ob sie es weiter erhalten lassen wollen. Das ist ganz knapp 50%. Wegen auf der einen Seite natürlich gut für den Tourismus, ne, Geld zu verdienen, aber auf der anderen Seite halt zum Schutz ihrer Mitmenschen, ne? Weil wie gesagt, Japan hat sehr viele ältere Leute. Okay. Weil jetzt aktuell keine individuelle Reise ist, dann gibt es eigentlich Probleme mit der Wirtschaft und des schwachen Yens. Ne? Welche Probleme werden es eigentlich weiterkommen? Schwierig zu sagen. Momentan ist es mit der Wirtschaft schwierig, wegen der mit der starken Inflation, ne, dann mit der Auseinandersetzung zwischen Russland und Ukraine. Dann scheint sich ja auch die Lage zwischen Taiwan und China langsam mehr und mehr plötzlich zu entwickeln. Ist natürlich schwierig, wie Japan da steht.
es kann sein, dass es natürlich nach und nach teuer wird, aber ich denke mal, das wird nicht so stark zunehmen, wie es dieses Jahr hier in Europa gewesen ist. Ne? Es wird langsam teuer, ja, das denke ich schon, aber wahrscheinlich nur in einem Zeitraum von 1 bis 3 Jahren. Ne? Bis es ungefähr genauso teuer ist, wie es dieses Jahr hier in Europa geworden ist. Ne? Seit gestern meldet hier die Social Media, dass Kyoto später pleite wird, ne? Weil jetzt keine Touristen angereist sind und da kam kein Geld mehr. Ne? Und um das Geld jetzt zu kriegen, müssen wir individuelle Reise kommen. Was passiert, wenn es jetzt in den nächsten Jahren nicht mehr für individuelle Reise passieren wird? Also ich denke mal, sollte es der Fall sein, dass es sehr, sehr schlimm mit der Wirtschaft dort wird, dann denke ich mal, werden sie schon den nächsten Schritt ergreifen, um doch zu sagen, dass sie die Maßnahmen lockern werden, auch während der Winterzeit, damit so etwas nicht passieren wird. Ne? Weil ich denke mal, die ganz oben, die wissen es ja wesentlich besser Bescheid als einer wie ich und die werden dann dementsprechend auch rechtzeitig eingreifen. Ne? Werden die auch darüber handeln? Inwiefern handeln? Dass es wieder ein beliebtes Reiseziel ist. Das ist ja auch schon immer ein beliebtes Reiseziel gewesen. Ne? Also ich meine, nach Japan zu reisen ist nicht günstig, aber dementsprechend ist es auch sehr schön dort. Ja. Und das Essen und die alles drum und dran, ne? ist einfach sehr schön. Das lohnt sich, ne? Von dem Preis her. Und ich denke mal, selbst wenn es ein bisschen teurer wird, wird es nicht allzu sehr stören. Ne? Mal gucken mal, wie es sich jetzt in den weiteren Monaten geändert. Wie teuer werden jetzt wieder die Flüge und Aufenthalte im Herbst und im Winter kosten für 3 Wochen Urlaub? Nochmal? Wie teuer werden die Flüge und Aufenthalte im Herbst und Winter kosten für 3 Wochen? Für 3 Wochen? Ja. Das ist schwierig zu sagen, weil ich im Herbst auch nicht da gewesen bin und im Winter habe ich nicht bezahlt, sondern meine Mutter. Aber ich denke mal, wenn man überlegt, dass die meisten beliebten Dinge im Frühling, Sommer, nee, eigentlich gibt es in jeder Jahreszeit etwas Interessantes zu sehen. Ich denke mal, es wird zwar schon ein wenig schwanken in gewissen Bereichen, was halt nur im Sommer beliebt ist oder was im Herbst beliebt ist oder und so weiter und so fort. Aber ich denke, so große Abweichungen wird es nicht geben. Okay, also ich denke nicht, dass man jetzt sagen könnte, oh ja, 50% Rabatt, jetzt muss man zuschlagen oder sowas. Ich denke nicht, dass sowas der Fall sein wird. Wo buchen wir eigentlich den Urlaub? Auf Booking.com, Expedia oder? Ich denke, das, was am lukrativsten ist. Ne? Also es ist immer ganz gut, mehrere Optionen zur Verfügung zu haben und sich nicht nur auf eins einzuschränken. Das heißt, benutzt alle Seiten, die du gerade genannt hast, und noch mit weiteren anderen Seiten dazu. Und dann vergleicht man das alles. Ne? Also so mache ich das. Dann. Wann sollten wir eigentlich denn vor Abflug den Flug buchen? Den Flug buchen? Ja. Idealerweise 4 Wochen davor, spätestens 2 Wochen davor. Soll das nicht teuer sein? Nö. Das ist am günstigsten. Also 4 Wochen. 4 Wochen, denke ich. 2 Wochen ist noch okay, aber danach wird es teurer. Okay. Ja, wenn wir 3 Wochen Urlaub machen, wie viele Klamotten müssen wir für den Weihnachtsferien eigentlich einpacken? Es sollte schon ein bisschen kälter sein, ne? Ja. Also in Tokio war es jetzt nicht so kalt im Neujahr. Da konnte man schon ohne Jacke rausgehen. Das war cool. Schwierig zu sagen. Es kommt darauf an, ob du auch gerne Klamotten kaufst, ne? Die dann demnächst in Japan trägst. Da würde ich sagen, so 1-2 Pullis, 1-2 Shirts, 2 Hosen, dementsprechend auch Socken und Unterhosen. Und dann kaufst du es halt nach. Ne? Ich meine, man hat ja eine Waschmaschine und dann kann man zur Not das mal wieder waschen und tragen. Ne? Okay. Gibt es in der Nähe von Tokio einen Strand? Nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mal gehört, das wurde, glaube ich, künstlich erweitert, aber ich bin mir nicht sicher.
Ich habe auf jeden Fall nicht die Gelegenheit genutzt, weil Tokio schon so groß ist. Ja. Da muss man schon sehr viel Zeit zur Verfügung haben, um das alles zu erkunden. Ja. Und gibt es auch in der Nähe von Tokio auch noch eine Freizeitbeschäftigung, wie zum Beispiel University oder Disneyland? Ja, Disneyland gibt es. Das weiß ich. Andere Vergnügungsaktivitäten weiß ich jetzt nicht, aber man kann es halt sich selbst gestalten. Es gibt so viele Sachen, die man halt besichtigen kann. Ne? Man kann ja halt den Tokyo Tower, dann den anderen Tower, man kann den Riesenrad dort besichtigen, Tokyo Big Sight oder den Meiji-Tempel. Ne? Also es gibt sehr viele sehr viele Orte. Okay, jetzt wird es ein bisschen... Was? Ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Zwar die Challenges, ne? Also nicht über Challenge 1 oder Challenge 3, sondern Challenge 4. Also und zwar den Auftritt mit AKB48 im Fernsehen. Welche Meinungen hast du denn dafür? Oder wie sollen wir es machen, um das zu bestehen? Können wir es eigentlich irgendwie ausnahmsweise mal? Ist schwierig. Schwierig? Ist schwierig. Ja, oder wie kommt man eigentlich ins Fernsehen? Ich denke mal, wenn die Leute für die Sendung, für die jeweilige Sendung verantwortlich sind, ja, die werden dann einige Wochen eine Anfrage senden. Die Passanten, die Interessenten, dass man sich dafür bewerben kann. Da bewirbt man sich dort, nennt gewisse Gründe, warum man da gerne dabei sein möchte und dass man das kann. Und dann, denke ich mal, werden die dann die aus deren Perspektive die Besten raussuchen. Dann wird wahrscheinlich ein Bewerbungsgespräch stattfinden, die nochmal so persönlich treffen, kennenlernen, mit denen reden. Und dann denke ich mal, wenn es okay ist, wenn sie dann absprechen, wie das abläuft, was sie da machen sollen, was sie da machen können, was sie nicht machen sollen. Und dann denke ich mal, kann man dann vor dem Fernsehen erscheinen. Dann sollte ich ein bisschen Mühe geben, oder? Ja. Mühe auf jeden Fall. Ja, mal sprechen dementsprechend auch. Und dann halt offen Auge und Ohren halten, ne? Damit man so etwas sehen kann und sich dort bewerben kann. Kann ich nicht eigentlich mal so einen Übersetzer eigentlich noch mitnehmen? Also ich habe schon ein paar Fernsehshows gesehen. Kann man, ne? Ja, also ist zwar ein Handicap, ne? Also wird er die Chance zu verringern. Aber wenn es dir nichts ausmacht und das zur Unterhaltung gut dient, dann kannst du es machen, ne? Ja. Okay, also was macht eigentlich eine Leistungsdirektorin eigentlich mal das erste Mal? Eine Leistungsdirektorin? Ja. Von wo hast du das denn? Nein, das habe ich irgendwie vom Musical eigentlich mal gehört. Ich weiß nicht genau, was eine Leistungsdirektorin macht. Kann ich nicht genau sagen. Oder was macht eine Performance-Marketing-Managerin? Die Performance-Marketing-Managerin? Mhm. Also du stellst Fragen. Was für ein Bereich wird diese Position belegt? Ist es ein Showbusiness oder? Ich habe irgendwann mal vom Musical irgendwas gehört und sowas hier wie Leistungsdirektor, ist das ja sowas hier über Performance oder was man eigentlich kann? Und das habe ich mal fürs Jonglieren etwas irgendwas dazugefügt, ob man das irgendwie kommen werden sollte. Ich denke mal, also wenn ich jetzt versuche, so eine Frage zu beantworten, würde es einfach nur eine Kurzfassung von dem sein, was ich im Internet rausgelesen habe. Ne? Also ich kann jetzt nicht wirklich aus meiner eigenen Erfahrung jetzt erzählen oder erklären, was es genau ist, weil
von Musicals habe ich leider keine Ahnung. Ja, das, ich denke, das wird nicht viel helfen, wenn ich das jetzt so erklären würde, auch sagen würde. Ich hab eben meinen Klassenkameraden, der im Musical-Business tätig ist, aber ich denke mal, das wird mir wirklich viel helfen. Okay. Wer ist eigentlich verantwortlich für die Musik, Fernsehshows und was machen Sie eigentlich? Was sind eigentlich verantwortlich für die Fernsehshows? Für die Fernsehshows? Ja. Wer dafür verantwortlich ist? Ja. Ich denke mal so gewisse Producers, ne, die halt das Manager, vielleicht Regisseure, nicht unbedingt, die versuchen eher die jeweiligen Shows richtig zu führen. Aber ich würde sagen, so im Großen und Ganzen hier Producers und Managers, ne, zu der jeweiligen Branche. Kanälen. Ja. Dann drücken wir mal die Daumen, dass wir es hinkriegen werden, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? So wie immer. Ja, also hoffst du es auch, dass wir noch mich nehmen werden? Vor allem, dass der 14-jährige Achim Benjung nehmen kann mit den Einrad zaubern oder Luftballons formen, Figuren geben. Sollte es eigentlich schon hinkriegen? Also, wenn es mal so eine Bewerbung geben würde, für so eine Show, wo du gerne erscheinen möchtest, geben wird und du dich bewirbst mit diesen Punkten, die du gerade genannt hast, dann denke ich mal, sind die Chancen nicht schlecht aus. Ja, ich hoffe mal, dass du auch noch mit EKB noch dabei sein wird, ja? Okay. Dann, zwei Mitglieder haben in der Weihnachtszeit Geburtstag, ne? Mhm. Was wollen sie eigentlich denn schenken oder was passt denn eigentlich mal zu einer Weihnachtszeit? Geh doch mal. Ja. Zwei Mitgliederinnen haben wir in der Weihnachtszeit Geburtstag, ne? Mhm. Was wollen sie eigentlich denn schenken? Ist schwierig zu sagen. Ne? Also, man kann natürlich etwas schenken aus seinem eigenen Heimatland, ne? Nach dem Band vielleicht. Man könnte auch etwas Persönliches schenken, je nachdem, wer diese Personen sind und was sie gerne in ihrer Freizeit machen. Aber ansonsten denke ich mal, sollte es auch nichts als Großartiges sein, weil es sonst einen etwas merkwürdigen Eindruck hinterlässt. Okay, ja. Was schenkt man eigentlich in Weihnachten in Japan? Weihnachten? Ja. Ich denke mal etwas Persönliches, ne? Jetzt nicht so den größten Schnickschnack, ne? Mhm. Vielleicht so ein Pulli, Uhr, so ein Accessoire oder so. Okay. Ich denke nicht so viel anders wie hier in Deutschland. Ja. Dann, was ist eigentlich das Schöne im Herbst? Was ist das Schöne im Herbst ist? Ja, in Japan. Ich würde sagen die Laubblätter, ne? Ja. Die Laubblätter in den Parks. Die angenehme Temperatur dort. Ist nicht so heiß, ist nicht zu kalt. Schön angenehm. Und ja, das war es eigentlich. Ne? Also der Himmel ist immer noch schön klar, ne? Vielleicht manchmal bedeckt, aber ist schön angenehm, ist dann nicht mehr so heiß. Okay. Und wie sieht es eigentlich bei der Weihnachtszeit? Bei der Weihnachtszeit? Mhm. Ja, es ist natürlich kalt, schneit gelegentlich. Aber so richtig Schnee habe ich in Japan noch nicht wirklich erlebt. Ist also schwierig zu sagen. Soll das auch noch ein bisschen weihnachtliches sein, wie zum Beispiel in New York? Oder wie soll das eigentlich aussehen? Weihnachten in Japan wird nicht so richtig gefeiert, wie man das hier in Europa, USA kennt. Ich würde sagen, das sieht man eher so eine Art Vergnügen an. Also es wird jetzt nicht so betrachtet, dass man mit der Familie gemeinsam feiert, sondern wird eher als eine Art Grund genutzt, um halt mit dem Liebsten zusammen zu sein. Und, welche Stadtviertel sind eigentlich beliebt? Ja, welche Stadtviertel sind eigentlich beliebt, wie zum Beispiel Akihabara oder Shibuya? Ja, ich würde sagen Shibuya, Akihabara, das sind halt die Orte, die ich da gewesen bin. Ich denke, das sind die beliebtesten, ja. Und die Sehenswürdigkeiten? Die Sehenswürdigkeiten? Ja, Tokyo Tower, also den Garten um den Meiji-Tempel.
Tokyo Big Sight, würde ich sagen. Auch wenn das recht ruhig dort ist, ist es schön, das mal anzusehen. Ja, das war's eigentlich, würde ich sagen. Ja, ja. Dann das letzte, dann die letzte Frage. Hat dich irgendwas gestört, wie zum Beispiel, dass im Supermarkt sehr oft verpackt ist oder dass hier in der Öffentlichkeit keine Mülltonnen gibt? Keine Mülltonnen? Ja, in Japan gibt es keine. Also wir haben unseren Müll eigentlich gut immer entsorgen können. Nee, ich meinte eigentlich, was irgendwas gestört hat, wie zum Beispiel, dass jetzt keine Mülltonne da gäbe oder so viel verpackt ist in den Supermärkten. Hat sich irgendwas gestört? Nee, nicht jetzt. Ich wüsste, das war cool alles. Das war schön. Oder warst du eigentlich im Supermarkt? Ich war in Supermärkten, ich war auch in 24 Stores. Das war alles recht gut. Also es ist manchmal natürlich schwierig in den 24 Stores, da hat man ja eher solche Fertigprodukte bekommen. Ne? Man kriegt ja nicht solche frischen Sachen, wie man das im Supermarkt kennt, ne? Obst, Gemüse oder so. Da muss man wirklich extra zum Supermarkt gehen. Und da, wo ich im Sommer gewohnt habe, in der Apartment, da war es schon schwierig, zum nächsten Supermarkt zu fahren, weil es halt schon einige Kilometer entfernt ist. Da muss man schon mit der U-Bahn fahren. Hat schon eine halbe Stunde gedauert, bis wir den Supermarkt gefunden haben. Und auf dem Weg waren sehr viele 24 Stores. Das war schwierig. Aber wenn man schon dann Bescheid weiß, dann ist es dann drauf also nicht mehr so schwierig zu managen. Dann kann man das. Okay, dann was ist eigentlich schon damit? Wenn du noch Fragen hast, kannst du die mir schon jetzt sagen? Eigentlich nicht. Also alles gut. Wenn du möchtest, kann ich noch weitere Informationen über EKB und sowas weiterreden. Also ich habe da schon ein paar geschrieben. Ja, beim nächsten Mal, ne? Und soll ich jetzt machen? So im Laufe der Zeit. Können wir dann beim nächsten Mal so absprechen. Und soll ich das nicht jetzt machen? Also ich weiß jetzt nicht, was für einen Umfang das jetzt schon hat. Doch, also das sind so schon seit vor 2 Wochen gekommen. Nee, ich glaube, am besten machen wir es als neues Rubrik beim nächsten Mal. Ich glaube, das kommt besser an. Ja, wirklich? Also das sind wirklich gekommen. Das sind ganz neu. Wir sind seit August gekommen. Vor 2 Wochen. Kann ich schon ganz schnell durchgehen. Also ich kann dir ganz schnell reden. Ja, okay. Ja, also schon jetzt mal. Am 6.8. War es angekündigt, dass das sechste Musikstück eigentlich mal zu kommen. Und am 19.10. soll es released sein. Ne? Mhm. Ja, und da sollten so etwa 16 Leute kommen. Im Vergleich zum 49. Single, das waren es nur 20. Ne? Und um den Rest soll ich mal im nächsten Video reden. Ne? Mhm. Ja, und, wenn wir das eigentlich schaffen werden, werde ich mal im Rest der Zeit hier das Magic Book zeigen. Ja? Mhm. Das, ne? Und das werde ich so machen, wenn wir die Challenge bestehen werden, ne? Also im Lauf der Challenge. Ne? Mhm. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend noch. Feier auch noch schön für deinen Geburtstag, ne? Denn er hat am 25.8. Geburtstag. Mhm. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend noch. Ne? Danke dir auch. Ja, dann ciao, Leute. Tschüss. Weil ich nicht die komplette Information über AKB48 und Silas Flafo reden kann, werde ich ein Video auf YouTube hochladen. Am 22.08. um 10 Uhr werde ich das Video hochladen und da werde ich mal die restlichen Informationen über AKB48 und Silas Flafo reden. Und beim nächsten Besprechungen im Herbst werde ich auch alles mal wiederholen. Dann schönen Abend noch.